Ja, dann begrüße ich Sie und euch ganz herzlich hier im Zirkuszelt im Namen der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir sind hier an diesem Ort, weil die Rosa-Luxemburg-Stiftung nach 16 Jahren nun auch Baumittel bekommt, um ein eigenes Gebäude erstellen zu können. Das wird nicht genau hier gebaut, sondern schräg hier hinten. Aber da wir schon mal den Bauplatz besetzen wollen sozusagen, entstand die Idee, dass im Rahmen der widerspenstigen Internationalen in einem Zirkuszelt zu tun, und deswegen sind wir heute an diesem Ort hier. Die Veranstaltung heute Abend trägt den Titel We are the Crisis. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist das das Motto der Gruppe, die Rafa gleich vorstellen wird. We are the Crisis, Arbeitsmigration, Organisierung und Gewerkschaften. Der Hintergrund, die Krise, ist Krise und Austeritätspolitik in Europa. Also seit ungefähr 4, 5 Jahren hat Migration aufgrund der Krise der Austeritätspolitik eine neue Dynamik bekommen. Aber Migrationsströme gibt es natürlich schon länger, auch in Europa. Gibt es im Zuge der Freizügigkeit der Arbeitnehmer natürlich innerhalb Europas länger Migrationsströme, aber auch natürlich darüber hinaus die sogenannte Migration aus Drittstaaten, die viele mit oder ohne Papiere. Und in Deutschland gibt es noch eine viel längere Tradition der sogenannten Gastarbeiter, in der sich ja auch einige Gruppierungen hier sehen. Also es geht um mehr als um die Krisenmigration heute hier, aber das machen wir der Reihe nach, wenn unsere drei Diskutanten, Diskutantinnen sich vorstellen. Wir haben uns das so gedacht, wir machen erst eine Diskussion hier auf dem Podium und öffnen dann aber natürlich nach geraumer Zeit auch, also wenn ihr oder sie Fragen stellen wollt, Beispiele schildern oder Kommentare habt, dann gibt es dazu auf jeden Fall auch Gelegenheit. Die drei auf dem Podium heute, das sind einmal Rafael Arrigues Aliaga von der GAS, der Grupo de Acción Sindical, also einer gewerkschaftlichen Basisgruppe. Viele Beschäftigte in Pflegeberufen und wie gesagt, von eurer Facebook-Seite habe ich das Motto We are the Crisis, also so viel zum Selbstverständnis. Dann haben wir hier Romin Kahn, er ist noch nicht sehr lange der Referent für Migrationspolitik bei Verdi, hat vorher innerhalb Verdis andere Aufgaben gehabt und hat sich jetzt ganz da reingestürzt, so wie das geht als junger Vater, also mit Elternzeit auch nur begrenzt. Ja. Also man darf ihn nicht verantwortlich machen für alles, was die Gewerkschaften oder Verdi in den letzten 100 Jahren gemacht haben. Romin macht es seit Januar. Und schließlich haben wir Shendi Veli von den Berlin Migrant Strikers. Nee, bei euch ist das Motto We are the Crisis. Nicht bei, gell, bei, ja, stimmt. ihr habt das Motto We are the Crisis. Ich habe das jetzt falsch Rafael zugesprochen, mit kleinen Fehler gemacht. So. Ihr wart, genau, ja, okay. Es ist so ein schönes Motto, deswegen ist die Veranstaltung ja auch so genannt worden. Ihr seht, die Kollegen und Kolleginnen wissen selber, glaube ich, besser, was ihre Motti sind und was ihre Gruppen genau tun. Deswegen würde ich in der ersten Runde alle drei mal bitten, ein bisschen was zum persönlichen Hintergrund zu sagen und zu der Organisation, für die Sie hier sitzen. Jenny. So, hello everyone, and thanks to everyone first to invite us for this discussion. My name is Shendi, and I'm Italian. Well, I have a different background, an Albanian origin background, but that's not the point, I would say. And yeah, I live in Germany since 1 year and a half, and I'm doing, I'm finishing actually a master here. I had a scholarship for a master, which is over now, so now I'm technically a newly unemployed, I would say. And I'm part of this collective, which is called, is my voice fine or is,
Is it a little bit okay? No, I had my headphones, that's why. I'm part of this collective, which is called Berlin Migrant Strikers, and is a new collective. It's going on since 1 year, more or less. It started from the need of material need, simple need of some people to get, for example, their rent or to get help with asking for their unemployment benefit or to have other kind of people that had problems at their workplace. And it started a little bit as an informal network of mutualism. Then, of course, it got politicized more and more, and it started like to act as a politically. We're not exactly a grassroots union, I would say. We're more like a political group, but which is based on the struggles for the welfare, for the workplace, and for the living condition, basically. So, but of course, we use political tools. So not being a real a union structure, not even a grassroots union. So, and yeah, I think that's it. Thank you. Who wants to? Weitermachen. Ja, also. Danke für die Einführung, Sabine, und danke auch für die Einladung heute Abend zu dieser interessanten Veranstaltung, oder ich denke mal, es wird eine interessante Veranstaltung. Wie Sabine schon sagte, ich bin seit relativ kurzer Zeit bei Verdi für die Migrationspolitik zuständig, auf der politischen Ebene. Also das sieht folgendermaßen aus, dass es darum geht, natürlich das ganze Thema oder die Perspektive der Migration dort bei Verdi auf der Bundesebene stärker einzubringen. Es wird immer bedeutender, auch im Sinne natürlich einer klassischen Situation, dass Migranten besonders von prekären Arbeitsverhältnissen betroffen sind, besonders häufig im Niedriglohnbereich beschäftigt sind, und Verdi ist ja eine Gewerkschaft, vielleicht auch anders als die Industriegewerkschaften in Deutschland, die genau diese Bereiche auch mit organisiert, also Bereiche wie den Handel, durchaus auch im Gesundheitsbereich, da kommen wir ja noch drauf, in der Pflege, in anderen Feldern, wo zum Beispiel, was ich in der privaten Sicherheitswirtschaft, wo natürlich genau diese Niedriglohnbereiche sehr stark ausgeprägt sind. Die interessante Situation bei Verdi ist noch, das kennen vielleicht viele gar nicht, ist, dass Migranten und Migrantinnen bei Verdi eine eigene Gruppe bilden, also eine sogenannte Personengruppe sind, die satzungsgemäß nochmal mit eigenen Rechten ausgestattet ist, also genauso wie die Frauen oder die Jugend oder aber auch die Beamten und ein paar weitere Gruppen, die es da gibt, die nochmal eben speziell gefördert werden oder deren spezielle Bedürfnisse oder spezifische Bedürfnisse die Gewerkschaft in ihrer Verfasstheit eben anerkennt. Das sieht folgendermaßen aus, dass es auf bezirklicher Ebene, auf landesbezirklicher Ebene und auch auf Bundesebene Migrationsausschüsse gibt, wo eben Kolleginnen, die bei Verdi organisiert sind und die einen Migrationshintergrund haben, sich zusammenfinden und dort einfach nochmal die spezifischen Blickwinkel von Migranten in die Politik mit einbringen, dort auch eigene Kampagnen entwickelt werden. Zum Beispiel eine wichtige Kampagne jetzt auch in den letzten Jahren ist die Kampagne für ein Wahlrecht für alle, also nicht nur ein kommunales Wahlrecht zu fordern, sondern tatsächlich halt auch für Menschen ohne deutschen Pass das Recht einzufordern, an Bundestagswahlen teilzunehmen, an Volksbegehren. Also das ist ja gerade auch in Berlin natürlich eine wichtige Frage, wer eigentlich mitentscheiden darf über die Dinge, die uns alle angehen. Vielleicht ein letzter Satz, da kann man auch später nochmal ein bisschen genauer drauf kommen. Also die Menschen, die sich bisher, oder die Kolleginnen und Kollegen, die sich in diesen Migrationsausschüssen zusammenfinden, kann man vielleicht tendenziell eher als die alte
Generation von Migranten betrachten, also nicht unbedingt altersmäßig, aber natürlich über den Weg, über den sie nach Deutschland gekommen sind. Also es ist sozusagen die Gastarbeitergeneration und irgendwie die Menschen, die in der zweiten, dritten Generation dann halt in Deutschland aufgewachsen sind oder in irgendeiner Weise als Kinder nachgeholt wurden von ihren Eltern. Und bisher sind diese Ausschüsse noch nicht unbedingt von dieser neuen Migration geprägt, also sei es im Rahmen der EU-Freizügigkeit oder jetzt auch durch die ganze Flüchtlingsbewegung, also diese Gruppen, die da sich natürlich, die wir auch heute hier zusammengebracht haben, sind in der Weise dort eben noch nicht repräsentiert. Vielleicht erstmal so weit. Hallo. Erstmal vielen Dank an Sabine und an die Stiftung für die Einladung. Wie Sabine schon gesagt hat, bin ich Raphael und ich bin von der gewerkschaftlichen Aktionsgruppe. Um das kurz vorzustellen, die gewerkschaftliche Aktionsgruppe ist eine Arbeitsgruppe der Versammlung 15M Berlin. Das ist eine basisdemokratische Bewegung, die in Spanien 2011 entstanden ist und die Plätze in ganz Spanien besetzt hat. Und die Motivation dieser Bewegung war echte Demokratie, war eigentlich. Also echte Demokratie im politischen und im wirtschaftlichen Sinne. Und diese Bewegung hat ihre Geschichte und ihr Interesse. Für uns heute und für die gewerkschaftliche Aktionsgruppe ist interessant, dass es gab auch in Berlin eine Unterstützung, Bewegung oder eine Versammlung, 15 Versammlung von Leuten, die aus Spanien hierher zugekommen sind. Und seit 2011 und die besteht immer noch. Und in Februar letztes Jahres kamen wir in der Versammlung zum Beschluss, eine gewerkschaftliche Gruppe zu gründen. Die Motivation für die Gruppe waren zwei Tatsachen, die wir festgestellt hatten. Das erste, das wir festgestellt hatten, ist, was jeder so einfach feststellen kann, ist, dass die Migration, die Zuwanderung aus Südeuropa immer größer wird und dass viele Leute aus Spanien, auch aus Lateinamerika, eindeutig viel aus Spanien hierher kamen, um eine Arbeit zu finden. Und diese Zuwanderungswelle würde politisch und wirtschaftlich von dem System, sagen wir so, ausgenutzt, um langfristig die Arbeitsverhältnisse hier im Lande zu verschlechtern. Also man nutzt ungefähr die Migration, um die Löhne zu drücken und die Bedingungen zu verschlechtern. Das war erstmal die erste politische Tatsache, dass wir feststellen konnten. Die zweite Tatsache, dass wir feststellen konnten, ist, dass es keine Verbindung gab zwischen den deutschen Gewerkschaften oder den Gewerkschaften und den Arbeiterbewegungen hierzulande und den neuen Migranten. Und das war problematisch. Diese Kluft, können wir dann später darauf eingehen, hat viele Gründe. Meistens, weil man hier neu ist und man kennt sich mit dem deutschen Recht gar nicht gut aus. Man kennt auch ihre Rechte auch nicht so deutlich. Und im Unternehmen ist natürlich die Gewerkschaft schon fast ein Tabu-Wort. Und ja, mit diesen zwei Sachen kamen wir zur Ansicht, dass es nötig war und interessant war, eine Gruppe zu gründen, die versucht, Leute in den Arbeitsplätzen zu helfen, sich zu organisieren, gewerkschaftlich zu organisieren, nicht einfach alles hinzunehmen, was ihnen
angewiesen wird, sondern dass die Leute sich mal wehren und für ihre Rechte kämpfen und damit die Brücke zu schlagen mit der Gewerkschaft. Ja, und später können wir dann drauf eingehen. Ich glaube, das reicht jetzt, oder? Vielen Dank fürs Erste. Du hast schon diverse Sachen angesprochen, die wir so ein Stück weit entwickeln wollen. Wir kommen da auf jeden Fall nochmal zurück. Ich würde aber gern zuerst nochmal fragen, Romin hat auch angesprochen, es gab eine alte Generation, es gibt jetzt neue Generationen, ihr habt es beide angesprochen. Was ist anders? Könnt ihr beschreiben, welche Menschen kommen, auf welche Bedingungen treffen sie hier? Also was sind die Arbeitsbedingungen? Und dann können wir im nächsten Schritt, können wir dann vielleicht mal genauer schauen, wie sieht eine Gegenwehr aus? Aber lasst uns erst mal drauf gucken, was unterscheidet die Leute, die Bedingungen, die Leute, die heute kommen, hier vorfinden zu dem, wie es vielleicht zu Gastarbeiterzeiten beispielsweise gewesen ist. Ich gebe jetzt wieder Shandy zuerst. Ich soll das behalten, dann kann ich nämlich besser intervenieren, dann kriegt ihr nämlich dies hier. Geht es? So, ja. Yeah. So, yeah, I was telling you before, I think it's a very, very complex question. And I also think there is a systematic, structural lack of data in order to really understand the numbers and the social and economic features and background of this wave of migration, because it's very quick and is mostly, most of the time, not immediately registered. It's most of the time going, of course, for the not being the borders in the Europe, there is a lot of movements which are not tackled by the statistics and by the studies, and the economic condition and the entering in the new labor market of these new migrants are still a little bit a mystery, I would say. Not really a mystery, there are some studies, but there we don't know in terms of numbers and features so much. What I can say and what we are trying to understand and to think, it's like, I think that we are talking, of course, about intra-European migration, and so to distinguish the migration maybe from an extra-European country, which is often a different kind of migration. So let's focus for now into that. And I think that we had a little bit two different directors. One was the directions east to the, from the east to the west, so the migration that was generated by the transition of the Eastern Europe and all this flux of people that were going to the western part of Europe in order to find a better job, a better life. And that was, I would say, mostly, even with some difference, a traditional type of economic migration. And on the second part, we had this direction from the south to the north, which I find it a little bit funny, because I remember that some years ago it was very much considered, was very much inserted in a framework of a cultural exchange within Europe, Europe without border, and young. I was imagining these young people with skills going around in the labor market of Europe and exchanging their experience and getting back enriched from new labor experience in their country. There was a lot about this rhetoric of the Erasmus generation, of a Europe of young people going around and exchanging their languages and work experience and studying experience. And what I perceive, and that's what also made us start to reflect about that, is that the framework, the rhetoric framework, is maybe still the same, but the picture inside is slightly changing, and it's becoming something different from this happy circulation of labor force in the EU through the EU programs and all this stuff. And so, how is this picture changing, or have it ever been like that? I'm not sure about that, but I think that there is basically the trend from the east and the trend from the south, they are in somehow converging, and in the sense that they are still very different, but they are both contributing to create
I would say a second-hand labor market, and a second-hand labor market which is different from country to country. For example, in Germany, Germany has also a space to create this second-hand labor market due to the language. So a lot of people coming from Spain, from Greece, from Italy, that come here, they are somehow technically excluded from some works because of the language. But for example, in England, where the barrier of the language is less important, there is still a second-hand market made by the Southern European migrants. So I think there are differences between countries, but there is also a tendency that it is possible to see. And this second-hand market is in somehow useful because, of course, these people are available to... These people, firstly, are normally not unionized, so normally not guaranteed in their jobs. And the second thing is that these people are normally more available to get less guaranteed job, less paid job, because of course some people consider that as a transition period, and that's lower the expectation. And so this is a labor force which costs less, which is still often very qualified, and at the same time it keeps down the expectation of the national labor force. Not of all the national labor force, because we know, for example, the case in Germany, there are some kind of works which are highly guaranteed, but there are a lot of jobs in which the contracts and the guarantees are not so strong. And for all this labor force, which works basically in the third sector or in the services and in the restaurants and all this kind of stuff, the migration wave is, I think, a very strong way to keep also the national salaries and the national condition lower, because there are a lot of people available to get these jobs. So I think that this is a little bit is difficult to understand to the question who is today the migrant. There is this research commissioned by the Bundesamt für Migration, I will not pronounce it all. And this is interesting because it's based on some qualitative interview, and they ask about the people, about which is their background, and for example, between Spanish and Italian people, there are, for example, for the Spanish people, there is a result of 75% of people having a university degree, which migrate, which I think is very high. And in the Italian people interviewed, this is a bit lower. It's like 52, 53%. So it's maybe the composition is a little bit more heterogeneous. But for what is a little bit our experience, yes, basically all the people coming, they don't do what their background is. So of course there is a transformation also of the labor capacity and the skills in the moment in which there is the migration. And the interesting thing is that the questions about what push people to migrate, this kind of young people, is and the answer to these questions are not strictly economical, and but the answers are interesting, I think, even more, because most of the people say that they want an improvement of their life condition, but they consider their life condition not only the job, they consider their social ambient, their cultural ambient, their opportunity, the freedom to maybe realize their projects, and their relational, the quality of their relational life. And I think that that gives a little bit an idea about this new migration, which is, yes, economically based for unemployment, I think also politically based. We see like there is a little bit in the southern a deprivation of economic condition, but also of political voice. I mean, the last thing happening in Greece, they are quite telling a lot about that.
And so the, but I think it's an interesting figure because it has in itself some material drives, but at the same time also the desire to improve the quality of life in general. I would say it's more I would say it's more existential migration. I don't know if it exists or fits, but that's a little bit the perception that we have. And the other new things are the number. The numbers are growing, and for the first time in, I think, 2 or 3 decades in Italy, this year, the balance between incoming migrants and living migrants is negative. And I find it very striking. In Italy, there is more people living than people coming. And in Italy is a part of the route of the migration, so the numbers of people coming are quite high. But there is more people living, and that's also very interesting for me compared to all the rhetoric, the racist rhetoric, which sometimes becomes an hegemonic in the public opinion in Italy, in front of a situation in which people is leaving the country. And that's just to give a little bit an idea about how this movement, of course. This goes to meet another question, which is a big one. These people are like, it's very difficult to organize for these people. Das machen wir in der nächsten Runde. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann ist ein bisschen was von dieser Euphorie, die du am Anfang beschrieben hast, wir sind Europäer, ist noch da, weil die Menschen, so wie du es beschreibst, nicht nur kommen wegen eines Jobs, nicht nur ihr Land verlassen, weil aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit, sondern das europäische Gefühl ist noch ein Stück da. Wenn ich Rafael richtig verstanden habe, du sagst, ihr seid entstanden aus der M15-Bewegung heraus, dann ist es ja schon eher eine Flucht. Also die Menschen, die gehen eigentlich unfreiwillig. Kann man das so sagen? Oder wie würdest du beschreiben, was bringt die neue Dynamik in die Migrationsströme heutzutage rein? Funktioniert das? Ja? Du meinst, die Frage ist ja, ob die Menschen die neue Migrationswelle, ist ja freiwillig ungefähr. Du hast bei deinem Beitrag habe ich rausgehört, die Menschen, die werden rausgedrängt, sie haben ja keine andere Chancen, sie migrieren und sie stoßen auf sehr schlechte Arbeitsbedingungen. Und bei Cendi habe ich ein bisschen noch von dieser Euphorie, wie du es beschrieben hast, dieser europäische Gedanke, also die Menschen gehen nicht nur jetzt meinetwegen von Italien oder Spanien nach Deutschland, um hier bessere Bedingungen zu Arbeitsbedingungen zu finden und bei der ersten Gelegenheit gehen sie wieder zurück, sondern sie fühlen sich auch nach wie vor als Europäer und sehen das auch als Horizonterweiterung. Also es ist nicht nur eine Flucht, sondern es hat auch einen positiven Aspekt. Und bei Rafael habe ich eher den Fluchtgedanken trotz der widrigen Arbeitsbedingungen im Vordergrund gesehen. Im Prinzip ist es ja auch nicht so widersprechend. Es kommt vielleicht daraus, dass die erste Darstellung vielleicht immer so einseitig ist. Es kommt alles zusammen oder mischt sich alles. Also Leute, die hierher kommen, Leute, die Fälle, die ich kenne und die meisten Fälle, die wir kennen, sind Leute, die zwischen 25 und 35 Jahre alt sind. Sind aber nicht nur. Es gibt auch viele, die, ich würde sagen, zu 30% der neuen Migration, der neuen Zuwanderer und Zuwandererinnen, sind auch Leute von 40 Jahre alt, 50 Jahre alt. Das gibt es natürlich auch. Die jungen Leute, also diese Leute, die ältere Leute, kommen sicherlich nicht wegen eines europäischen Gefühls, sondern weil sie keinen Job haben. Sie sind schon in einer schweren Situation, in einer schweren Lage in Spanien.
und sie haben eine Chance oder eine Hoffnung hier einen Job zu bekommen und sogar schicken Geld nach Hause. Die meisten, die jungen Migranten, da ist alles gemischt. Sie haben, wie gesagt wurde, viele haben einen Uni-Abschluss, sind 2-3 Jahre arbeitslos, haben keine Chance, keine Zukunft in ihrem Land. Es gibt eine Bewegung in Spanien, die heißt Jugendliche ohne Zukunft. Das ist eine sehr große Bewegung, entstand eben aus dieser Situation, dass man als Jugend in Spanien keine Chance hat und kommen hierher und suchen Arbeit, suchen auch so ein Erlebnis, gibt es auch dieses europäische Gefühl, warum nicht? Warum nicht, sollte ich auch nicht so eine Sprache lernen? Aber landen, es gibt ja unterschiedliche Fälle. Es gibt einen Fall, bei dem sie fast immer in prekäre Verhältnisse landen. Dann gibt es so einen anderen Typus von Leuten. Das beste Beispiel sind die Pflegekräfte, die angeworben werden im Land und die hierher kommen mit einem Arbeitsverhältnis. Da arbeiten sie in ihrem Beruf, aber haben eine ganz konkrete so Problematik. Und dann gibt es Leute, die schon eine Verbindung haben, die hier ein Erasmus gemacht haben, die hier ein Praktikum machen, die es irgendwie schaffen, auch sich hier beruflich zu entwickeln. Ich würde diese drei Gruppen unterscheiden. Bei allen ist höhere Arbeitsbelastung, sind niedrigere Löhne, nicht immer natürlich, aber meistens niedrigere Löhne als die Durchschnittslohn und die prekäre Verhältnisse, die Prekarität ist ja unterschiedlich, je nach Gruppe. Schmischt sich so alles ein bisschen. Ich weiß ja, nicht, ob ihr das habt, eine ihr Antwort habt, wäre. Ja. Nee, ihr habt beide ja gesagt, dass die Leute sehr gut qualifiziert sind. Auch wenn Italien ein bisschen weniger als Spanien, sind ja auch über 50%. Das ist ja ein hoher Prozentsatz. Aber die meisten Leute arbeiten vermutlich nicht also entsprechend ihrer Qualifikation. Ja? Genau, das ja. Ja. Sandy wollte, ja. I just wanted to add something because I don't think there is a contradiction because, like, I don't think that from the economic migrant, like the other side of the migration is migrating for European spirit of adventure. I think it's more that today we not our generation is not considering only the work. In its motivations. I would like to point the attention how the whole life of a person is a drive to push for migration or for change or for risking some conditions. For example, I made maybe an example. Maybe there is someone which has a degree in whatever it is, let's say in literature. And in Italy, they will be maybe doing, call center job and staying at their parents' home. Maybe this person prefer to work for 3 years in a restaurant in a different city, but in which he feels that maybe his life has an opportunity more to improve, both in his material and his cultural, social, or just life condition. So I think that we have to think about this migration not anymore with a so strict distinction by the strictly economic need, which is of course there. It's like just the percentage of unemployment. It's of course most of the people, of the young people, they just don't have a work. But it's also that there is an expectation more of these people. These people are not people, and I think that the contrast between expectation and reality is a good potential for struggle and for mobilization for this component, because they have an expectation more about the quality of their life and their projectuality of their life. And in some southern countries, this
this capacity to make project is very strict now. It feels like very finished now. So maybe just to point the attention to this double side of the thing. Das wäre dann auch ein Unterschied zur sogenannten Gastarbeitergeneration, weil da sind die meisten Menschen sind gekommen und haben gedacht, sie arbeiten ein paar Jahre und gehen dann wieder. Also sind wirklich aus ökonomischen Gründen gekommen und jetzt wird eine andere Lebensperspektive aufgemacht. Es macht es aber auch schwieriger für die Herkunftsländer, also wenn Generationen von Jugendlichen aus den Ländern auf Nimmerwiedersehen verschwinden, dann gibt es ja eine entsprechende negative Dynamik in diesen Ländern. Das wäre bestimmt ein Thema für einen extra Abend. Wir gucken jetzt, wir bleiben bei den Bedingungen hier. Und ich wollte Romin mal nochmal fragen, macht sich das denn bemerkbar in der gewerkschaftlichen Organisation, dass die Menschen, die Migranten, Migrantinnen, die heute kommen, mit einer anderen Logik kommen als diejenigen, mit denen du bisher so zu tun hattest? Also ich bin mir da jetzt, das ist, glaube ich, ein sehr komplexes Feld, also weil ich, muss ich das, glaube ich, nochmal angucken. Ich glaube, auch die Gastarbeitermigration hatte durchaus auch dieses Moment. Also es war nicht völlig frei davon, es war nicht nur rein ökonomisch bedingt, sondern es hat natürlich auch immer auch was gehabt von einem Begehren nach einem anderen Leben. Ich meine, wir hatten auch natürlich auch eine Migration, die auch durchaus aus Ländern stattfand, in denen Diktaturen herrschten, halt in, zum Beispiel jetzt in Spanien, später auch in der Türkei, also wo natürlich halt auch irgendwie nochmal sozusagen eine politische Widerständigkeit halt auch eine große Rolle gespielt hat. Und ich mein, was wir jetzt im Moment natürlich stark betrachten, sind so die Situation in Spanien und Italien, und ich finde das eigentlich auch wichtig, das sozusagen zu betonen, dass es nicht nur eine reine ökonomische Frage ist. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt so die Migration aus Osteuropa anguckt, zum Beispiel in dem Bereich Pflege, zum Beispiel im Bereich von 24-Stunden-Pflege, häusliche Krankenpflege oder Altenpflege, die da stattfindet, die hat natürlich wenig von diesen ganzen soziokulturellen Aufladung, die jetzt hier gerade so ein bisschen erwähnt worden ist, sondern das sind natürlich eigentlich sehr, sehr individualisierte Arbeitsverhältnisse, wo man sozusagen im engsten Kontakt mit dem Arbeitgeber, wie steht, eigentlich dieser Situation komplett ausgeliefert ist und sich überhaupt erstmal ein Netzwerk auch erarbeiten und erkämpfen muss, indem man dann möglicherweise halt auch zusammen diese Arbeitsbedingungen auch verändern kann. Also das ist, finde ich, wäre mir jetzt nochmal wichtig, das so ein bisschen auch nochmal den Fokus darauf auch zu richten. Ich glaube, was man deutlich sehen muss, ist, es kommt, also wenn man das sozusagen entsprechend der Branchen sich anguckt, die verschiedenen Bereiche, dann haben wir das natürlich, dass gerade diese gut qualifizierten Leute aus Spanien und Italien, zum Beispiel in der Pflege, wo eine Anstellung finden, weil dort auch, weil Qualifizierung dort auch eine Voraussetzung ist, um ja, zum Beispiel in der Krankenpflege, da kommen wir ja vielleicht auch später nochmal drauf, überhaupt eine Anstellung zu finden. Während wir natürlich in anderen Bereichen, zum Beispiel jetzt, ich meine, was regelmäßig ja als Skandale durch die Presse geht, ist diese ganze Fleischindustrie, wo Leute sozusagen hochgradig standardisierte Tätigkeiten ausführen in unqualifizierten Rahmen und unter Werkverträgen, also eine systematische Ausbeutung dort stattfindet, und das natürlich eigentlich ganz klar irgendwie eine ökonomische Migration, die da ist, die da stattfindet, wo lange Schichten gearbeitet wird, auch in der Landwirtschaft, bei den Saisonarbeitskräften ist das ja ähnlich, wo einfach irgendwie natürlich versucht wird, über lange Arbeitszeiten überhaupt dieses Niedriglohnverhältnis, also überhaupt, dass da ein bisschen was rumkommt, irgendwie, dass man dann wieder mit nach Hause nehmen kann, wo ich irgendwie sagen würde, da findet auch wenig eigentlich, das hat wenig diesen Charakter, dass da in irgendeiner Weise sozusagen dieses Begehren nach einem anderen Leben oder sowas halt sich irgendwie dort widerspiegelt. Das wird wahrscheinlich eher, also da wird ja eher versucht, irgendwie sich sozusagen eine Grundlage für ein besseres Leben zu Hause dann halt eigentlich auch zu schaffen.
Ich weiß nicht, ob das jetzt so deine die Frage so ein bisschen ansatzweise beantwortet, aber ich glaube, es zeigt einfach auch, dass sozusagen innerhalb der EU-Migration, also der Mobilität im Rahmen der EU-Freizügigkeit, einfach völlig unterschiedliche subjektive Verarbeitungsformen da existieren, völlig unterschiedliche Lebenslagen dort auch zum Tragen kommen, die man halt eben auch einfach in dieser Komplexität, glaube ich, auch erstmal so auf, wie auch ein bisschen umreißen muss. Ja, ich glaube, wir kriegen das nicht sortiert, die ganze Bandbreite. Ja, du hast jetzt angerissen, wenn wir jetzt bei euch beiden eher Beispiele aus Italien oder Spanien anschauen, dann ist es natürlich nochmal, das sind die We Are the Crisis Migranten und Migrantinnen. Und was du jetzt angesprochen hast, Kollegen und Kolleginnen, die aus Rumänien oder Bulgarien mit ganz anderem Background in ganz andere Arbeitsverhältnisse kommen, muss man unterscheiden und davon nochmal unterscheiden. Eben die aus den sogenannten Drittstaaten. Ja. Aber es gibt natürlich schon eine gewisse Parallelität, nämlich die, dass die Arbeitsbedingungen von Migranten und Migrantinnen in allen ihren Unterschieden doch überwiegend prekär ist hierzulande. Ja, also in Deutschland macht, da kann man ja auch so sagen, man macht auch ein ordentliches Geschäft mit Migranten und Migrantinnen. Ja. In Deutschland hatten wir eine eingeschränkte Arbeitnehmerfreizügigkeit. Zuerst hat man große Angst gehabt, wer da alles kommt. Es war in anderen Ländern nicht so. Schweden beispielsweise oder Großbritannien, du hast es vorher angesprochen, die hatten schon viel früher ihre Grenzen auf. In Großbritannien hat man eine hohe Zuwanderung gehabt, auch in prekäre Arbeitsverhältnisse. In Schweden war die Migration sehr gering, obwohl die Arbeitsbedingungen viel besser sind. Also es gibt offensichtlich ja auch unterschiedliche Push- und Pull-Faktoren. Wo gehen die Leute hin und von was werden sie angezogen? Aber wenn wir jetzt mal bei uns bleiben und bei aller Unterschiedlichkeit wirklich vielleicht beispielhaft auf verschiedene prekäre Arbeitsverhältnisse schauen, so wie ihr sie kennengelernt habt. Ja. Von dir habe ich Beispiele, die aus der Gastronomie gehört. Rafael, du hattest von der Pflege, da gibt es auch Zusammenarbeit. Vielleicht können wir einfach exemplarisch nochmal gucken, auf was für Bedingungen treffen Migranten, Migrantinnen hierzulande und dass wir dann im letzten Schritt, bevor wir dann auch das Publikum nochmal einbeziehen, vielleicht auch drauf gucken, was gibt es für eine Organisierung dagegen, was gibt es auch für Zusammenarbeit zwischen solchen Organisationen wie euren und den traditionellen Gewerkschaften. Aber vielleicht können wir einfach mal auf ein paar Beispiele von prekären Arbeitsverhältnissen gucken, wie ihr sie kennengelernt habt. Dann gebe ich gerade mal Raphael Nick zu, dann darfst du anfangen. Ja, in unserer Gruppe haben wir jetzt schon mal Erfahrung mit drei großen Branchen gemacht. Logistik wäre eine Branche, Pflege natürlich und Einzelhandel. Einzelhandel. Das wäre übrigens schon mal vielleicht auch ein Unterschied zwischen der neuen Migrationswelle und den Gastarbeiter von den 60er, 70er Jahren, ne? Die Branchen, wo sie arbeiten. Und die Verhältnisse sind natürlich unterschiedlich. Zum Beispiel bei der Pflege ist die Prekarität nicht im Sinne von befristeten Arbeitsverträgen. Das ist eher mehr von Einzelhandel zum Beispiel. Da haben wir Leute, die Werkverträge haben, Praktika, 400 Euro, also Minijob, und Leute, die 6 Monate befristete Arbeitsverhältnisse haben und die auch ein großes Problem ist dabei, die Arbeitszeiten. Im Sinne von einem Begriff, das es im deutschen Arbeitsrecht gibt, und zwar Jahresarbeitszeit, kennt man nicht so einfach, findet man heraus, wenn man dabei ist. Und das führt dazu,
dass man praktisch bei diesen, beim Einzelhandel eigentlich keine Überstunden hat, sondern der Arbeitgeber kann einfach die Stunden so ungefähr einteilen, je 6 Monate, wie er möchte. Und das heißt, in Weihnachten, in den Perioden, in Zeiten, wo es sehr viel Aktivität gibt bei einem Einzelhandel, werden die Leute hoch, also mit großen Arbeitsbelastungen oder mit großer Intensität belastet. Andere Zeiten kriegen sie freie Tage. Das ist ein spezifisches Problem. Bei Logistik, das Problem ist vor allem die langen Schichten. Also befristete Verträge und lange Schichten, die 50 Stunden gehen, betragen oder halt mehr. Und das ist das verbunden mit Problemen bei der Verantwortung, dass normalerweise versucht der Arbeitgeber, oder normalerweise, wir kennen ein paar Beispiele, aber wenn man recherchieren würde, sind wir sicher, dass man mehr Beispiele, mehr Fälle rauskommen würden, dass man die bei einem LKW von 15 Meter lang die Schaden, die man beim normalen Arbeiten macht, zum Beispiel so ein Kratzen bei einem anderen Auto, muss der Arbeiter übernehmen. Das führt dazu, dass der Arbeiter entweder wird das vom Lohn abgezogen oder er muss mehr Stunden machen. Die Firma hat wahrscheinlich immer noch eine Versicherung, aber die Firma nutzt das aus, um mehr Stunden rauszubekommen. Das ist auch ein Beispiel von Problemen. Und dann ist das große Thema ist die Pflege. Bei der Pflege ist das Problem nicht, dass die Leute befristete Arbeitsverträge haben, sondern eher, dass sie von Arbeitsvertrag nicht rauskommen. Sie dürfen nicht raus, weil sie Permanenzzeiten von 3 Jahren haben mit Geldstrafen von 8.000 Euro, 7.000 Euro. Das ist kein... Soll ich wiederholen? Das mit der Pflege? Das Problem bei der Pflege ist, dass die Pflegekräfte nicht, also das Problem ist nicht, dass sie befristete Verträge haben, sondern dass sie aus dem Vertrag nicht raus können. Sie können das nicht machen, weil sie eine Permanenzzeit haben, nochmal 2 Jahre oder 3 Jahre Permanenzzeit. Das hängt von dem Unternehmen ab und haben hohe Geldstrafen von 8.000 Euro oder 9.000 Euro. Damit werden sie an der Firma verbunden oder angebunden und auch an prekäre Arbeitsverhältnisse. Damit ist verbunden die höhere Arbeitsbelastung, die sie, unter der sie leiden. Die ist natürlich ein gemeinsames Problem, wie wir alle wissen, vom ganzen Pflegebereich. So als Beispiele vielleicht. Romin, willst du es ergänzen direkt? Nee, ich kann es erstmal. Okay, so we as a group, we are not a union. So for example, for me it's difficult to get into the detail of every sector and every singular problem that the people have at work, because for example we work in a different way. We new people and we aggregate people through Sozialberatung. So through counseling that we start to do some months ago, maybe 1 year ago, and which is going on once a week. And as an open Beratung, and there are coming people for different reasons. So, for example, there are people coming because their job center is asking them every 2 months to bring all the documents again. We have some cases of people that the job center just called and say, we lost your
all your documents, please, and into the in the next 2 weeks, bring back all what you have that we asked you with all signatures and all documents and stuff. Or we have problems of people that with the job center, for example, that make applies sanctions to the benefit which are not legal. That's happening all the time. The number of sanctions which are applied to people getting the employment benefit is unproportionally unjust. It means that most of these sanctions, when they go to the court, are seen to be not legal. And we also have a lot of people that basically have problems. Most of the Italian people a lot of Italian people that is here, and also a lot of people that is in my group is working in the gastronomy, basically, or in the small business or gastronomy. And this is a big sector in Berlin. And only Italian restaurants. There are more than 30,000 Italian restaurants in Berlin. And all in these places, they are the working condition are terrible, because there is not a real way to make pressure on these lords. And the working condition there, for example, they go to people that have a contract of 10 hours a week, and they work 10 hours a day, and so they don't have their Krankenkasse paid, they don't have their any kind of guarantee due to their work. So you can have a very different set of situation of precarity in this sector. And there is, for example, the sector of the hostels and of the hotels is another one in which the conditions of work are not at all in the line of how they should also be. And for example, in my group, there is a lot of people that was also like interesting for what he was saying before, like this difference between people working, maybe coming here, working in the care sector, because maybe from Romania, Bulgaria, and people coming here because they are young and they were, for example, I know a lot of people of my friends, they work in the cleaning sector here. Italian young people, maybe with a degree, maybe not. The cleaning sector is another one which is attracting a lot of people, that because you can do it almost autonomously and with some big cartels that manage it. And they also have a proportion of hours that you can work, which is totally unbearable in terms of the condition that you should have looking at the German law. So I will not talk of one particular condition, but mostly of a big precarity in the life of the people, starting from the rents, starting from the possibility to get a house, starting from the healthcare and how to get the Krankenkasse, and going down to their working condition. And the basic feature of all this very different figure is that they don't really find a direct way. Everyone is individualized, I think, not only the person that comes here for only economical reason, also other people that comes here for other reason. I think that the condition of the migrant today is highly individualized, and it's very difficult to break this kind of cage, and to think that you could get something better on your working condition. And I think that this is a bit a common base that is interesting to build on. Ja, also das sind auch die Situationen, die wir eben auch erleben, oder beziehungsweise die auch im Rahmen von den Aktivitäten anderer Gewerkschaften natürlich auch verfolgt werden. Ich glaube, was man generell sehen muss, ist, glaube ich, dass in vielen dieser Bereiche, wo diese Arbeitsbedingungen vorgefunden werden, dass da keine Tarifbindung besteht, dass es wenig gewerkschaftliche Vertretung gibt und dass dementsprechend natürlich halt irgendwie die Arbeitsbedingungen generell
schlechter sind als irgendwie in tarifgebundenen Unternehmen und dementsprechend das natürlich dann noch irgendwie zusätzlich gnadenlos dann einfach ausgenutzt wird, wenn es eh schon keine Betriebsräte gibt, wenn es überhaupt keine Vertretungsstrukturen gibt in irgendeiner Art. Was vielleicht auch nochmal ein interessanter Aspekt ist, ist ja das, was die Kollegin gerade am Ende sagte, dass es sozusagen auch, dass diese Sanktionen halt auch von Seiten der Jobcentern dementsprechend, also dass da viele eben halt mit Sanktionen konfrontiert sind. Das sind auch Erfahrungen, die glaube ich, auch viele Osteuropäer machen, gerade dass diese Kampagnen wegen also von Seehofer und so weiter, dass halt die Migration halt in die Sozialsysteme stattfinden würde und das irgendwie geplanter Sozialbetrug ist, der da halt eben sozusagen stattfinden soll von Seiten derjenigen, die da neu nach Deutschland kommen, dass man halt schon auch den Eindruck hat, dass das bei den Jobcentern auch verfängt und dass dementsprechend halt auch irgendwie viele, die dort halt eigentlich irgendwie Anspruch auf Leistungen hätten, diese Ansprüche erstmal, denen halt auch diese Ansprüche verweigert werden, weil natürlich halt einfach irgendwie diese Stimmung gegen neue Zuwanderer dort halt auch dann irgendwie seine Wirkung halt auch erzielt. Okay, dann gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Es gibt ja widerständige Praktiken. Es gibt die Beispiele, die ich von euch gehört habe. Es gibt aber auch zum Beispiel Möglichkeiten, die Politik zu adressieren. Und Romin, wie sehen denn da die Chancen aus? Also ich weiß, wir haben demnächst wieder einen Bundeskongress, da werden immer... Ja, ich wollte sagen, schöne Beschlüsse gefasst und Anträge gestellt, aber meistens passiert ja dann schon auch was. Also gerade wenn es um Branchen geht, die schlecht zu organisieren sind, dann ist es ja auch schwierig, über Widerstand in den Betrieben viel hinzukriegen, ganz einfach, wenn man die Organisationsmacht nicht hat. Da kann man ja manchmal auch politisch was erreichen. Gibt es Anknüpfungspunkte, die du siehst, die man politisch, im politischen Raum hat? Gibt es da Chancen? Und dann interessiert mich und uns vielleicht auch natürlich auch, was gibt es ansonsten für widerständische Praxen? Wo hat man Erfolge erzielen können? Und wie müssen die Bedingungen sein, dass wir da mehr Erfolge erzielen? Aber fragen wir mal die Politik zuerst. Ja, also da gibt es natürlich Forderungen, die werden auch bei dem Verdi-Kongress im September auch aufgenommen werden, wo zum Beispiel gefordert wird, dass dieses System dieser Knebelverträge, von dem Raphael gerade schon sprach, die im Gesundheitsbereich ihre Wirkung entfalten und da einfach Leute an schlechte Unternehmen binden, die einfach, die Kollegen könnten natürlich in anderen Unternehmen viel besser verdienen können, kommen aber aus diesen Verträgen nicht raus wegen Vertragsstrafen und so weiter. Das ist ja kein illegales, also das ist ein bisschen, man kann es vielleicht später auch nochmal erklären, das ist ja kein illegales System, sondern es hat was damit zu tun, dass die Unternehmen zum Beispiel diese Sprachkurse finanzieren, die viele Neuzuwanderer halt machen müssen, um ein bestimmtes Sprachniveau zu erreichen, was eben Voraussetzung ist, um in Deutschland dann in den Krankenhäusern oder im Pflegebereich eingesetzt zu werden. In der Zeit werden sie freigestellt, die Unternehmen zahlen den Lohn in der Zeit. Und also das ist so das eine Modell, wo dann die Unternehmen halt sagen, naja, aber deshalb bist du für 1,5 Jahre oder 3 Jahre an das Unternehmen gebunden, weil wir haben ja diesen Sprachkurs finanziert, dass man da halt sagt, das ist sozusagen ein Teil der Ausbildung, den muss das Unternehmen leisten, da kann man halt nicht in irgendeiner Weise mit Vertragsstrafen halt irgendwie das noch irgendwie zusätzlich verkomplizieren, sondern das muss halt eben... Das gehört einfach irgendwie dazu, dass das die Unternehmen leisten müssen. Sie haben ja auch für die generelle Ausbildung dieser neuen Kollegen ja bisher auch gar nicht zahlen müssen. Also diese Ausbildung ist ja sozusagen in den Herkunftsländern geleistet worden von den jeweiligen Gesellschaften dort und Arbeitgebern und so weiter. Das wäre sozusagen eine Forderung, die dort erhoben wird. Eine andere Forderung ist natürlich die, dass halt überhaupt, dass sozusagen, dass
die Aufklärung über Rechte, die Aufklärung über Möglichkeiten, sich zu wehren, die Aufklärung über alles das, was wir ja schon jetzt gehört haben, über das Arbeitszeitgesetz, über Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, über die ganzen erkämpften Rechte, die ja irgendwie eben jedem Beschäftigten zustehen, dass es halt eine viel stärkere Aufklärung darum geben muss und viel mehr Initiativen, die das halt auch bewerkstelligen. Ich habe jetzt gerade gesehen, es gibt ein neues Abkommen oder so ein Anwerbeabkommen mit den Philippinen und Indien über zu Krankenschwestern, die dort angeworben werden, um auf dem deutschen Gesundheitsmarkt eingesetzt zu werden. Und da sind eigentlich diese Rechte recht weit gefasst. Also da sind sozusagen auch die Gewerkschaften von vornherein mit im Boot. Das müsste man mal gucken, inwiefern sowas halt auch tatsächlich dann auch in anderen Bereichen eine Anwendung finden kann. Es gibt jetzt eben seit, glaube ich, einigen Jahren dieses Projekt Faire Mobilität des DGBs, die 6-7 Beratungsstellen in Deutschland eröffnet haben, wo an das sich halt EU-Ausländer, also auch nur EU-Ausländer wenden können, die dort eine ziemlich kompetente Beratung leisten und auch viel, gerade viele Unterstützung anbieten für diejenigen, die zum Beispiel Lohnbetrug erfahren haben, was ja sozusagen im Baubereich halt ein Riesenthema ist. Da gab es ja auch diesen Fall mit dieser Mall of Berlin, irgendwie, das haben vielleicht auch viele von euch auch mitbekommen. Wo auch die FAU mit involviert war, aber durchaus halt auch irgendwie diese DGB-Beratungsstelle. Also das ist natürlich erstmal... FAU muss erklären. Bitte? Die FAU muss erklären. Also eine anarcho-syndikalistische kleine Gewerkschaft, die dort halt irgendwie sich mit an der Unterstützung dieser Kolleginnen beteiligt hat, Freie Arbeiterunion. Und mit viel Öffentlichkeit auch durchaus jetzt irgendwie auch geschafft worden ist, auf den Investor dort halt auch Druck zu machen. Ich glaube, eine weitere Forderung, da kenne ich mich aber jetzt nicht so aus, weil das aus dem Baubereich natürlich irgendwie viel kommt, ist diese Generalunternehmerhaftung, also dass halt einfach dieses Sub-Unternehmertum, was es halt in der Bauwirtschaft vielfach halt gibt, dass man dem halt eine Regel vorschiebt, weil natürlich da Verantwortung, das ist eigentlich eine Form von organisierter Verantwortungslosigkeit. Der Investor sagt, er hat bezahlt, er hat an den Subunternehmer bezahlt, der Subunternehmer sagt wiederum, ich habe auch an den Subunternehmer bezahlt, ich kann, und letztendlich ist sozusagen keiner dafür verantwortlich, dass die Bauarbeiter bei irgendwelchen Bauprojekten dann letztendlich ihren Lohn nicht erhalten haben, und das macht es natürlich auch schwierig, den Klageweg zu bestreiten, und dort wäre es natürlich von Vorteil, wenn einfach, wenn man halt direkt den Investor adressieren kann. Ja, erstmal vielleicht soweit, wir können ja später in weiterem Verlauf dann noch auf weitere Widerstandsformen seitens der Gewerkschaften auch eingehen. Ja, also erstmal möchte ich zu den Knebelverträgen noch was ergänzen. Die Rechtfertigung des Unternehmens ist das, was du erzählt hast. Sie haben den Sprachkurs finanziert und sie haben die Kollegen freigestellt, 6 Monate. Nun muss man ja auch immer mal gucken, ob das eigentlich stimmt. Weil das ist ja die Sache, manchmal stimmt das nicht. Manchmal sind die Sprachkurse durch den Sozialfonds von der Europäischen Union finanziert oder von der Bundesamt für Migration. Aber das Unternehmen verlangt das Geld von den Kollegen. Und sie verlangen das Geld auch so ziemlich, auf eine ziemlich, sagen wir, undurchsichtige Weise. Also es ist ziemlich opak, ziemlich dunkel, woher diese Kosten entstehen, was überhaupt da drin steht, ist, damit da zum 8.000 Euro kommt oder so. Ich glaube, für die Politik wäre interessant, dass man so schon diese Sache ernst nimmt, und ich weiß jetzt nicht, wer das machen soll, ob das Gesundheitsministerium, ob die Staatsanwaltschaft oder wer da eigentlich recherchieren soll, was da los ist, weil es kann ziemlich betrügerisch sein. Also jetzt nicht nur mit den Knebelverträgen verbunden, sondern auch
dass die Kollegen, die Pflegekräfte in Wohnheime geschickt werden, wo Miete zahlen müssen an ein Immobilienunternehmen, das eigentlich auch vom Konzern des Klinikums, also das zusammengehört oder damit verbunden ist. Und da ist die Sache ziemlich kompliziert und ziemlich verdächtig. Bei uns in der Gruppe, wir haben schon mal überlegt, dass man könnte sogar sagen, es macht Sinn, dass man, wenn man hier in Deutschland eine Bildung, eine Ausbildung oder eine Weiterbildung hat und bekommt, finanziert bekommt, dass man dafür was gegenleistet. Nun würden wir sagen, dann erst im Bereich, aber nicht im Unternehmen, dass man eine Art und Weise finden könnte, sodass die Leute nicht am Unternehmen und damit an schlechte Bedingungen angebunden werden oder sind, sondern dass sie einfach als Pflegekräfte 3 Jahre in Deutschland arbeiten müssen, aber sie können natürlich vom Unternehmen wechseln, weil es ist natürlich, stößt auch gegen gewisse Grundrechte wie freie Mobilität, was natürlich ein Grundrecht von allen ist. Das wäre vielleicht ein Vorschlag. Ich glaube, da wolltest du auf die Formen vom Widerstand eingehen. Wir haben die Erfahrung, dass die Migration von Spanien ist sehr, sehr von der 15M-Bewegung geprägt und von der neuen Politik der letzten Zeiten in Spanien. Und da gibt es sehr viele Ablehnungen gegen Gewerkschaften und gegen politische Parteien in Spanien, eben auch wegen Korruptionsfälle. Und das führt dazu, dass die Leute viel bereiter sind oder viel mehr bereit sind, sich basisdemokratisch zu organisieren, nicht zuzulassen, dass jemand ihn vertritt, sondern sich einfach gemeinsam für Sache organisieren und dafür kämpfen. Aber die Tatsache ist, dass das deutsche Gewerkschaftsrecht, wie ihr wisst, ziemlich klar und eng sind, mit einer ziemlich klaren Unterscheidung zwischen Gewerkschaft und Betriebsrat, mit einer komplexe Struktur, die dazu führt, dass man im Betrieb drin keine Konflikte hat, sondern dass man eher so verhandelt. Und das führt dazu, dass man überhaupt nicht klarkommt ohne den Betriebsrat und ohne die Gewerkschaft. Deshalb ist die Zusammenarbeit für uns, oder was wir ja jetzt in unserer Erfahrung gelernt haben, die Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft ziemlich wichtig. Da ist wiederum das Problem, vor allem beim Betriebsräte, wenn sie es nicht gibt, erstmal zu gründen, das ist schon eine kritische Zeit. In einem Unternehmen, wo es keinen Betriebsrat gibt, dann ist einfach so, da herrscht einfach die Willkür des Unternehmens, des Chefs, und dann werden Arbeitspläne und Arbeitszeiten willkürlich eingesetzt, Löhne verkürzt, Boni, also Zuschläge zugegeben oder zugesagt oder abgesagt, je nachdem, wie man sich verhält. Also eine ziemlich willkürliche Sache. Deshalb braucht man eher so einen Betriebsrat. Bei Unternehmen, wo es einen Betriebsrat gibt, da ist das Problem, ob der Betriebsrat nicht für das Unternehmen arbeitet. Das ist auch ein ziemlich großes Problem, das wir haben. Und in dem Fall, was er machen kann. Unsere Erfahrung ist, dass man ziemlich vieles erreichen kann. Nur ein letztes Problem zu besprechen,
Wir reden jetzt von prekären Arbeitsverhältnissen. Und sie zeichnen sich dadurch aus, dass die Leute relativ schnell aus der Firma sind. Außer bei der Pflegekräfte natürlich. Da müssen sie natürlich zahlen. Aber bei anderen Bereichen, die Dynamik eines gewerkschaftlichen Konfliktes ist ziemlich lang. Also bis erstmal hat man so einen kleinen Kern von 5 Leute oder 10 Leute. Da muss man daran arbeiten, dass dieser Kern so sich erweitert und bis man so eine gute Basis hat, um mal einen Konflikt durchzuführen und eine Auseinandersetzung mit der Firma zu haben. Da kommen die Auseinandersetzungen mit der Firma. Die Firma sagt erstmal Nein zu allen und dann muss man sich überlegen, wie man weiter handelt. Und das dauert 6 Monate, ein Jahr. Und in diesen Bereichen, angesprochen wurde, Restaurants oder Einzelhandel oder Hotels, Hostels, da sind die Leute manchmal schon mal raus bei der Zeit. Auch wenn man Leute für Betriebsratwahlen so stellen möchte, wenn man so ein befristetes Vertrag hat, dann bringt das auch nichts. Weil derjenige, der gewählt wird, der bekommt natürlich keinen Vertrag mehr. Sein Vertrag wird nicht verlängert. Das sind schon Probleme, die im Bereich vorhanden sind und die wichtig machen, sich eine kombinierte Strategie von Gewerkschaft und Basisorganisation, die dieses System des deutschen Gewerkschaftsrechts eher verhindert. Also das System ist sehr so angelegt, dass die Leute sich nicht gemeinsam sitzen und diskutieren über ihre Probleme, sondern dass sie, wenn überhaupt, jemanden wählen, der für sie mit der Firma alles entscheidet. Und das ist natürlich für Widerstand oder gegen Widerstand natürlich gedacht. Nur um das erstmal zu sagen. Das wird Romin wahrscheinlich ein bisschen anders beschreiben. Ich würde aber zuerst Shandy fragen wollen. Rafael sagt, ohne Gewerkschaften ist es sehr schwer. Wie sieht es in den Bereichen aus, wo du Kolleginnen und Kollegen unterstützt? Yeah, so first I wanted to say something about this because it's very interesting, all the rhetoric about the social tourism, which was mostly directed to Romanian and Bulgarian immigrants, for what I know. And it's also very interesting because there is a study commissioned by the Deutsche Bank, so not exactly a comrade or something like that. And the study is showing that the percentage of Romanian and Bulgarian migrants So the percentage of the Romanian and Bulgarian migrants that are actually getting the benefit in Germany is ridiculous. It's like ridiculously low. And the percentage, the numbers of the contribution that those migrants make on the German economy is incredibly higher than the cost. And so I also think that sometimes there's, that was just a point that is off topic, sorry, but I also think sometimes there's this rhetoric seems to be so strong, and also when there are clear evidences of that not being such a big issue at the moment for the balance of the welfare state, that just does not pass the mediatic wall. So that was just. But yeah, about the experience of resistance, it's very difficult. And for example, I can describe a little bit what we have done with this group on this year. Firstly, there are two ways, I think, in which you can foster resistance. And one is like to empower people.
So one is like working on the people and on the individuals that have a problem in the workplace, and empowering people, for example, the Beratung is one way to do that. It's like something that a service that you are giving in order for people to know their rights, because for example a lot of people, and also people which has a degree or whatever, they come to Germany, they don't know what they have right to, both in their workplace and also in their normal regular life. And there are people that are asking incredible amount of money to provide this. There are a lot of people that privately ask maybe like 200 euro for just coming with you to the office and helping you with the bureaucracy. There is also this phenomena because a lot of people need that help. And there are also free things, free Beratung for that, but maybe people does not know that. So I think that a way to empower the people, the worker or the unemployment is like one first way of resistance. And then, of course, for example, we did, in that field, we did one manifesto, like one poster, in which there were only three rules that a normal worker, not unionized worker, can make in order to have something in his favor in front of a court in a case of a work trial. And these rules are very simple. We of course we did that with a lawyer that helped us. We did just this placard with these three simple rules that everyone can do by itself. Like you should keep, for example, a diary of your working hour. You should put your money in your account in some regular way. They are very simple things. And these are actually a way which is not, of course, a guarantee, but which is can be important in the moment in which you are having a problem in your work, or which you are not getting paid, or which you have any other problem. And we just distributed and attached a lot of these placards in a lot of places in Berlin and in a lot of places where there are, for example, a lot of restaurants and things. And this is also a way to empower the person. So I think this side of the resistance is important. Then, of course, you should also be able to make some pressure, negotiation pressure on your workplace, and that's very difficult. When, of course, for the German law, when you are not a union. And firstly, we tried to create solidarity network. For example, we've been participating to the things about the Mall of Shame, and I think that, or to other small struggles that were regarding the migrants. And I think that this circulation of solidarity between different battles and different struggles is very important to create a pressure which goes outside from the traditional union way of struggle. And secondly, for example, in one case we used the mediatic power, or how we can call it. For example, there were some very famous Italian restaurant in Berlin that we had a lot of people that were working there, and they wanted to show, to denounce the working condition there. This restaurant was also promoting a concert, and we just wrote a letter to the people which were supposed to play on this concert, and asked for some places to publish this letter, and just told, you are playing promoted by some places which are exploiting workers. And one of the lord of this restaurant wanted to meet the worker, so we start a negotiation with this restaurant in order to change some condition in that. Of course, in that case there were three or four restaurants involved, so just a drop in the sea. But this was something that also surprised to us, how political or mediatic attention sometimes can be a tool. Even if you don't have all the legal way to act as not being unionized, and then of course there are I think that the point is
what can make the difference. These are very small things. We have a lot of mutualism network, so helping people that have problems for their house or for their jobs. And but these are very small things that they are interesting, I think, then they can be spread, but they cannot really become the prevailing model. And so I think that a little bit the point is to see how to connect this this experience, firstly between them, and maybe secondly to connect this experience with the most powerful union or with the organization that maybe are also able to have an impact on the big scale. And but I think that a little bit this question, they pose the problem and the issue of how to create alliance between this kind of experience, because also this experience of resistance of the grassroots that we are living are so, I mean, they have a limited impact on what can be the thing. And then another interesting tool is, for example, a lot of migrants here, they use a lot the social networks, and is a very a place in which a lot of issue, a lot of problems, a lot of questions, and also a lot of working experience, they come up, are forums of Spanish people, Italian people, Greek people that are in the social network. It looks very trivial, it looks very stupid, but these are tools and places that I think we should consider if we really would like to organize and to try to get a better condition for all this kind of worker. So I think that there are a lot of tools out of the traditional path of the union. For example, another thing that we were thinking to do is like to constitute our collective or to constitute an association, because, for example, as an association, maybe we it would be more easy for us to organize language courses or courses, for example, for labor law, to give a formation to the people in order to make them know which are their labor rights in Germany. So I think that there is a lot which is possible out of the union, but at the same time I think that needs to be connected, and that needs to be a mechanism for which there is a mutual solidarity. And for example, the workers of the gastronomy may be helping a struggle of the workers of the care, or there is should be a circulation of this kind of tools that in themselves they are not enough to impact the big scale. And then, of course, the relation with the union. There is, for example, the FAU, as I was mentioned before. The FAU had has triply sized, I think, his members in the last 2 years, mostly because of his international section. And there's they have this international section, which is like beyond the categories of work. It's like general, intercategorial. I don't know if it exists. It's like, but you know what I mean. It's like not divided in labor categories. And this section right now is quite active, because also mostly because of the people that are also maybe politicized and are trying also inside this union to get a work, and it's becoming a little bit bigger than before, the international section of this union. But also then it's still a small union, and it's maybe not able to face some very huge issues on the workplace. Wir haben jetzt noch 15 Minuten ungefähr Zeit und wollten doch mal gern gucken, was klingt das für Zeichen? Lauter? Ich möchte aber noch ergänzen zu Shandy gerade. Also die Unterschiede zwischen den Strategien, die sind so unterschiedlich nicht, weil die Stichworte Creating Alliances oder Creating Solidarity
Sowas spielt bei Verdi inzwischen oder in manchen Branchen natürlich auch eine große Rolle, weil es gibt, sind eben spezielle Branchen bei Verdi, da ist es nur begrenzt möglich, ökonomischen Druck aufzubauen. Ein Beispiel ist der Kita-Streik vor kurzem. Da reibt sich der Arbeitgeber eher die Hände, weil er spart nämlich Geld, wenn ein Streik stattfindet. Also da ist der ökonomische Druck sehr begrenzt und da gibt es Erfolge nur dann, wenn man eben schafft, Solidarity zu schaffen mit den Eltern beispielsweise, also solche Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützungsarbeit, das gehört inzwischen auch zu den traditionellen Gewerkschaftsstrategien. Anders geht es vielleicht noch bei einer Industriegewerkschaft, aber bei uns geht es nicht. Aber wie sieht es, es blendet hier so ein bisschen, gibt es denn Beispiele, Kommentare, Nachfragen hier aus dem Publikum? Da hinten sehe ich einen und hier vorne. Genau, wir haben eine helfende Hand hier. Vielleicht könnt ihr kurz sagen, wer ihr seid. Ja, ich bin David, habe letzten Sommer mein Diplom in Greifswald beendet und ich habe eine Frage, was denn, also weil das immer wieder angesprochen worden ist, der Gastronomiebereich, es ist ja ein generelles Problem. Also wenn ich das in, also aus meiner Erfahrung in Greifswald, wo ich gut die Hälfte meines Studiums im Gastronomiebereich finanziert habe, ist es durchaus also für alle das Problem, dass man erstmal sowieso nur mit einem Gewerbeschein fast da rankommt, das heißt überhaupt gar keinen Schutz hat. Tendenziell die Leute dort, und das hat mich echt schockiert, bei Ketten wie, sag ich mal, Pizzalieferketten wie Joey's, Smiley's und Co. teilweise für 3 Euro die Stunde arbeiten. Und wenn irgendwas kaputt geht, dass den Arbeitnehmern einfach angelastet wird, vom Lohn abgezogen wird mit ich habe Sachen erlebt wie ein Weinglas 5 Euro und so eine Geschichten, aber inwiefern sich damit die Gewerkschaft generell beschäftigt. Also es ist ja auch schwierig, da irgendwie Druck auszuüben. Also weil es gab halt immer tendenziell wesentlich mehr Leute, die halt auf Jobsuche waren, um sich irgendwie zusätzlich was zu finanzieren als Jobs und damit ja, ganz prekäre Arbeitsverhältnisse. Yo voy a hablar en español. Auf Spanisch? Ich übersetze, vielleicht können andere mir noch helfen, aber genau, ich übersetze das. Bueno, voy a hablar corto. Yo tengo 2 preguntas para Italia y España. Yo también pienso que en el sindicato, sin el sindicato no funciona. Creo que es importante estar dentro del sindicato para poder tener una voz presente y clara de las necesidades de los emigrantes, de los trabajadores emigrantes. Genau, also 2 Fragen an die Aktivistin aus Spanien und Italien. Das, sie meint, ohne die Gewerkschaft geht es irgendwie nicht, also dass es nicht funktioniert und dass man sich irgendwie auf jeden Fall gewerkschaftlich organisieren muss, und damit man in der Gewerkschaft ist und von drinnen irgendwie seine Stimme nach außen bringen kann. También, o sea, la pregunta, por ejemplo, a Rafael de España. Usted ha hablado mucho, por ejemplo, del acompañamiento al Job Center y todas las instituciones sociales, en cierta forma, como el Arbeitsam. Sí, pero él también dijo, por ejemplo, de que había muchas preguntas con el Job Center, que no se les pagaba o que el LOM era muy, muy bajo. Yo me pregunto, por ejemplo, el trabajo de base. ¿Qué trabajo de autoorganización ahí? O sea, porque, o sea, en realidad es a los dos la misma pregunta. Por el otro lado, ella también dice que la autoorganización es la prioridad, pero yo me pregunto, ¿qué estrategia política hay concreta en esto? ¿Hay un boicot a las pizzerías? ¿Hay una huelga? ¿Qué es lo que hay? Que es importante, por supuesto, de que la gente sepa sus derechos y cómo defenderse, pero ¿qué es lo que hay concreto socialmente? O sea, porque, bueno. Okay. Also, dass ihr beide auch viel darüber gesprochen habt, was ihr sonst noch, also dass es irgendwie darum geht, die Rechte zu kennen und sich selbst, und dass ihr auch Begleitung macht zu Jobcentern, zu diesen ganzen anderen Orten, die einem das Leben
oder die irgendwie vielen das Leben schwer machen, aber dass sie sich fragt irgendwie, was es für andere Formen gibt, Selbstorganisationen zu kreieren und ob es irgendwie sowas gibt wie Boykott zum Beispiel von, also Boykottaufrufe von zum Beispiel dieser Pizzeria oder ob es irgendwie organisierte Streiks gibt oder was für Strategien es sonst irgendwie noch gibt, sich selbst zu untereinander zu organisieren. Porque, o sea, pienso que es muy importante que los inmigrantes sepan su derecho y cómo defenderse, y a la vez también redes, pero a la vez también socialmente, cómo llegamos nosotros. O sea, una cosa es formar grupos y hacer comunidades y trabajar en como multiplicaciones de los derechos, pero nos quedamos en los derechos en casa. ¿Qué pasa hacia afuera? ¿Hacemos visible de que tenemos derechos? Ese es un poco mi... ¿Cómo trabajan ustedes eso? Genau, das ist natürlich, ich vergesse jetzt, sehr wichtig ist, die Rechte zu kennen und die auch weiterzugeben und zu wissen irgendwie, wofür man kämpfen muss, aber was irgendwie dafür passiert, dass man das irgendwie nicht nur alleine macht, sondern was irgendwie Strategien sind, um das irgendwie weiterzubringen und irgendwie die Stimme von Migrantinnen sichtbar zu machen. Vielen Dank. Gibt es jetzt, das ist jetzt die letzte Gelegenheit. Ah, jetzt mit, okay, bitte nochmal hier zwei, drei. Darf ich dann die Liste schließen? Also ich habe jetzt hier die beiden und einmal da hinten noch jemand gesehen. Gut, dann sind wir nämlich doch in Zeitverzug. Danke. Hallo, ich bin Robert und ich wollte mal fragen, wie denn die Vernetzung sozusagen unter den migrantisch selbstorganisierten Gruppen so aussieht. Also habt ihr zum Beispiel schon mal zusammengearbeitet, also GAS und Berlin Migrant Strikers oder ja, genau, einfach das. Danke. Ganz ähnlich, ich bin Nora und ich wollte ganz ähnlich auch fragen, vor allem im Zusammenhang quasi nochmal mit den Herkunftsländern der Migrantinnen in Deutschland, also inwiefern eine Zusammenarbeit mit Gruppen, mit den Vertreterinnen der Rechte der Menschen jetzt aus Bulgarien und Rumänien mit Spanien, Italien funktioniert oder ob es da auch Schwierigkeiten gibt, zum Beispiel sprachlicher Art eben, gewisse Angebote für alle Migrantinnen in Deutschland anzubieten oder ob man das Gefühl hat, es gibt so je einzelne Grüppchen, also genau wie mein Vorredner. I'm going to speak in English. I am Miguel, I also belong to the GAS group, to the Union Action Group. I think we would commit a mistake if we directly link immigration or the new wave of immigration with precarity. This is not what is happening. In my opinion, we got a big share of immigrants, of the young immigrants coming from Italy, Spain, Greece, Portugal, who are working in precarious sector like gastronomy, where the conditions to collective organizing it are really, really bad. But at the same time, we got a big share of people who are working with a fixed contract in other sectors. I would say that the main strategy for the German ruling classes are these people. The thing is pushing down German wages. They want to use the wave of immigrants in order to push down the German conditions, the German worker conditions. And this is what we are seeing, in what we are finding in our experience. You can go to a company where you got engineers, Spanish engineers with a fixed contract, but they earn 20% less than a German worker with the same age and experience. We find this also in the health sector, and we find this in many sectors, because the general strategy is to use these people in order to lower the wage in all the sectors. And if they can do that out of a gastronomy, if they can do that in the industry and in services, it's very useful for them. So in any case, if we don't organize people company by company, sometimes it's very difficult to fight against some situations. This case with the nurses, if we want to beat this money, this penalty money, that thousands of immigrant nurses are suffering in Germany, we have to collectively organize company by company. And this is obviously, it's not easy. We are trying to do this, but it's mainly a role that should be made by the German unions.
So, vielen Dank. Jetzt haben wir nochmal den Aspekt, den haben wir bisher in der Tat nicht beleuchtet. Wir haben über Migranten und Migrantinnen gesprochen, aber die Arbeitsbedingungen hierzulande, die sind ja wirklich auch nicht so golden. Und natürlich werden die Kollegen und Kolleginnen benutzt, um zusätzlich Druck auszuüben. Der Kollege aus Greifswald und zum Schluss haben wir das nochmal gehört. Und wir haben Nachfragen bzw. einen Appell zu stärkerer Vernetzung unter den Gruppen. Vielleicht können wir diese Impulse jetzt in einer Schlussrunde nochmal aufnehmen, weil wir jetzt in 3,5 Minuten, ich glaube ein bisschen dürfen wir nochmal überziehen, aber da müssen wir dann hier das Zelt zumachen oder wie auch immer, hat Henning gesagt. Wer möchte anfangen? Niemand. Okay, fange ich jetzt an. Gut, sagen wir von zu der Frage, ob wir schon mal zusammengearbeitet haben, Migrant Strikers und VR-Gas. Wir waren schon mal, Leute von uns waren schon mal in ihren Treffen. Sie waren auch einmal in unseren Treffen. Wir sind vernetzt, wir sind verbunden, zum Beispiel bei Ihnen, aber auch bei anderen Gruppen. Wenn wir zum Beispiel einen Flyer übersetzen müssen oder wollen, kriegen wir Hilfe von auch anderen Leuten. Jetzt zum Beispiel bei einem Unternehmen, in einem Konflikt, das wir haben, ein Unternehmen von Großhandel und das ist eigentlich ein Callcenter von diesem Unternehmen, haben wir jetzt in den nächsten Wochen ein Zusammentreffen, ein Plenum mit auch italienischen Arbeiter zum Beispiel. Also diese Zusammenarbeit läuft gerade. Die Frage der Kollegin, was sind die Strategien, die man entwickeln kann? Wir haben bei dieser Versammlung 15M zwei Gruppen dafür. Wir sind die gewerkschaftliche Aktionsgruppe und wir haben gewerkschaftliche Arbeit. Es gibt aber auch die, was wir nennen, Oficina Precaria, und das ist eine Art von Beratungsstelle. Und bei der Oficina Precaria, bei dieser Beratungsstelle, werden die Leute so beraten bei Mietrecht, Arbeitsrecht, Sachen von Leistungen von Jobcenter, viele andere Sachen. Alles, was individuell, was das Individuum betrifft, ist eine Sache von dieser Gruppe. Was wir machen, ist gewerkschaftliche Gruppe. Und da ist, können wir später drauf eingehen. Strategien gibt es vieles bei einem Konflikt. Es gibt die Strategie, einen Streik durchzuführen. Eine Auseinandersetzung mit der Firma erstmal bei Verhandlungen, Kampagne bei dem Social Network, Netzwerke bei Facebook und Twitter gegen die Firma, die Medien auch zu verbinden. Man kann im schlimmsten Fall gegen ein Restaurant, das 3 Euro die Stunde verdient, die gibt es auch noch, eine Kundgebung vor Restaurants machen oder Flyer verteilen in Restaurants, die sagen, in diesem Restaurant werden die Arbeiter ausgebeutet. Das sind schon Strategien, die auch andere Aktivisten involvieren und andere Menschen, die vielleicht nicht direkt davon betroffen sind, aber sich solidarisieren. Ich würde nur einmal auf die letzte Intervention von Miguel drauf eingehen und noch dazu sagen, dass die Strategie, die wir sehen, Migration auszunutzen, um die Arbeitsverhältnisse hier zu verschlechtern, ist eine klassische Strategie des Kapitals, hat das größte Gefahr, nämlich Fremdenfeindlichkeit in der Gesellschaft, Spaltung zwischen Nationalitäten, zwischen Staatsangehörigkeiten zu suchen, Spaltung innerhalb der Lordenabhängigen. Und unsere Idee, unser Ansatz oder unsere Philosophie ist die klassische Lösung der Arbeiterbewegung, einfach sich zusammentun und zusammenarbeiten und zusammenkämpfen gegen
gegen den wirklichen Widerspruch, den es in der Gesellschaft gibt. Und das ist nicht zwischen Nationalitäten, das sind zwischen unten und oben. Das erstmal. Ja, kann ich mich natürlich nur anschließen. Also ich finde auch das Beispiel, was ihr auch für das du auch stehst, finde ich auch absolut ermunternd und mutmachend, weil es einfach weil es sozusagen nicht der individuelle Weg ist, in so eine große Organisation reinzugehen, sondern sozusagen sich erstmal als Kollektiv halt auch zu organisieren und dann irgendwie auch mit den schon bestehenden Strukturen halt auch zusammenzuarbeiten, was immer auch, glaube ich, auch sozusagen den von mehr Erfolg oder gekennzeichnet ist, als das anders zu machen. Ich glaube, ich meine, die Kritik ist ja, also oder beziehungsweise das, was zuletzt gesagt wurde von Miguel, ist klar. Auf der anderen Seite, ich glaube, es gibt schon durchaus auch Bereiche, also was ich auch genannt habe mit der Fleischindustrie, wo kaum noch, also sozusagen deutsche Beschäftigte zu finden sind, sondern wo sozusagen das massiv migrantische Arbeitsbereiche geworden sind, wo einfach über den Rassismus, also sozusagen auch irgendwie das legitimiert wird, also wo auch das darüber legitimiert wird, dass man halt sagen kann, naja, da gibt es Leute, die stellen sich nicht so an, die machen diesen Job halt einfach irgendwie für ein paar Euro die Stunde und dementsprechend sozusagen ist dieses Arbeitsverhältnis auch irgendwie, ist hochgradig abgewertet und da muss da auch irgendwie Strategien auch entwickeln, dass man halt irgendwie zum Beispiel da auch auf Festanstellungen und so weiter halt auch pocht, weil das sozusagen die Arbeitsverhältnisse in sich natürlich halt diesen rassistischen und prekären Charakter schon in sich tragen. Logistikbereich ist so ein anderes Feld, wo ich auch glaube, dass wir auch von Verdi aus da viel, viel mehr jetzt auch irgendwie probieren müssen, sozusagen in diesen migrantischen, hochprekären Logistikbereich aktiv zu werden, weil es ganz klar natürlich auch einen Druck auf die Löhne in den noch ganz gut bezahlten Bereich der Deutschen Post verursacht hat, was ja sozusagen auch so ein bisschen der Hintergrund war für diesen Streik, der da in den letzten Wochen lief. Nochmal auf die Frage, wie mit der Gastronomie zurückzukommen. Ich meine, es gibt den Mindestlohn seit 1. Januar. Ich habe wenig irgendwie mir tatsächlich auch nochmal angeguckt, ob er in irgendeiner Weise in der Gastronomie irgendwie schon sozusagen richtig zur Anwendung kam. Also es gibt ja eher so die Statistiken, dass er irgendwie nicht der Jobkiller sei, von dem halt irgendwie die Neoliberalen halt irgendwie gesprochen haben, sondern dass es halt irgendwie scheinbar sozusagen eine Stabilisierung gibt, was ein Effekt des Mindestlohns ist und letztendlich auch ein positiver Effekt ist, dass die Minijobs scheinbar eher verschwinden, also sozusagen dieser Bereich von prekärer Arbeit, wo natürlich auch viel getrickst wurde und sozusagen sehr, sehr schlecht bezahlt wurde, gerade im Handel. Da scheinbar, das lohnt sich jetzt irgendwie nicht mehr so für die Arbeitgeber. Ich meine, zum einen muss natürlich sowas kontrolliert werden, da müssten einfach auch die Stellen aufgebaut werden beim Zoll und bei der entsprechenden Behörde, die nicht den besonders schönsten Namen trägt, Finanzkontrolle Schwarzarbeit, aber das sind nun mal diejenigen, die sozusagen für die Kontrolle des Mindestlohns halt auch da sind und da gibt es diesen Stellenaufbau bisher halt nicht und damit ist natürlich dann auch in vielen Bereichen der Mindestlohn auch wirkungslos. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, das ist auch eine Form, meiner Meinung nach, auch eine Form von Empowerment, also dass so ein Recht feststeht, dass Leute darüber eher noch Bescheid wissen, dass es einfach nicht mehr sozusagen die totale Willkür ist, sondern dass eigentlich jeder weiß, 8,50 Euro ist das Mindeste, was ich halt in diesem Land eigentlich irgendwie pro Stunde kriegen sollte und das ist also natürlich auch hoffentlich auch den Effekt, dass sich halt auch irgendwie diejenigen, die in solchen Bereichen arbeiten, halt auch dieses Recht halt auch erkämpfen. Ja, also ansonsten kann ich nur sagen, also ich stehe auch irgendwie sozusagen in diesem Job auch dafür, dass ich denke, es geht halt darum, migrantische Menschen in die Gewerkschaften reinzuholen und auch dafür zu sorgen, auch Wege aufzuzeigen, wie man sich irgendwie dort engagieren kann und wo sozusagen die Machtzentren sind, ab wann es wichtig ist, sich vielleicht auch in bestimmte Gremien wählen zu lassen, auch wenn es vielleicht nicht das Allerspannendste ist, aber so funktioniert nun mal sozusagen diese Organisation über Repräsentation, über Sichtbarkeit
Und wenn diese Sicht, wenn man sozusagen diesen Weg nicht geht, dann ist es natürlich auch immer sehr, sehr schwer, immer nur sozusagen von außen Forderungen zu stellen, aber nicht sozusagen innen drin eigentlich auch irgendwie anwesend zu sein und immer wieder sozusagen seine Rechte dort auch einzufordern. Also das ist, glaube ich, halt irgendwie einfach, da führt, glaube ich, meiner Meinung nach kein Weg dran vorbei. Dankeschön, und Jendi hat jetzt das letzte Wort. So, yeah, just to start from something, a question that I found interesting, what you said, is it possible, is it necessary or is it not necessary, is it the union the only way to get actually some victories in the struggles of the workplace? And for me it's a very difficult question, and because, for example, by one side I would say yes, it's the only way, because I think that to obtain something, I think that on that field, I think that basically you need to strike. Like, this is, I think, what I, to simplify, and to strike, it means like to show that you have a kind of counter power, that to show that you can provoke a damage. And I think that there is not, I don't want to reduce everything as a power relation game, but I think that there, at the end of the days, there is not so many other ways to really impact and improve some working condition, and you need to strike. And so in that sense, I think that yes, you need a union to do that. But by the other side, coming from Italy, and I have a particular experience, because, for example, I don't know so much the unions in Germany, but for example in Italy, the biggest union are not striking since years, and during the crisis, and there have been terrible laws and austerity measure and deregulation of job contracts and increasing of the pension age. We had any kind of like worsening of labor and welfare condition in the last year, and there has been no political will from the biggest union to strike, really, to make general strikes that last hours, days. This thing has not been happening. So yes, we need the union, but at the same time, we can also, I think that is impossible without the union, but is also impossible just waiting for the union. And I also think that is the challenge is to for the union as well, is not only a political critique, is also, I think, a critique of strategy and of practices. Of course, the union are structures that exist for many, many years. The labor is changing very quickly. The condition of work and of life are changing very quickly. So I only think that the challenge for the union is to understand a little bit better what's going on outside, because to defend what is already defendable, it's a good thing and is a necessary thing, but I think that it's dangerous, because, for example, I've seen in Italy also the big union becoming weaker and weaker every year and every time. And so to be only defensive for a union, it can be, of course, good, but it can be also dangerous. And by one side, I think there is a challenge for them to understand approach a world of labor and of which is, for example, for precarious, for migrants, for new kind of contracts. By the other side, I think also that the push from the grassroots is not something which is indifferent. I think it's very important. And I think that the people, also people in the movement, have a role on that. And caring about what's going on in the reality, caring about which kind of struggle we have, maybe just close to us, maybe in our workplace. And try to create bridges between people which are not organized and maybe have the wish or the will to get in a struggle, and people that have the possibility to provide an organization with a struggle. So yes, I think that, of course, without the participation of the structured union is going to be very difficult. But at the same time, I think that on the grassroots, you can create a serious push for the mobilization in the working place. And another thing that I think is that, of course, yeah, we should push the union to be more conflictual, of course, that is a way. Also to be, I think, more international and to start to coordinate also, for example, in a Europe-wide dimension. Because
This is a very difficult, this is a very big problem. Like the working conditions are worsening in a part of Europe and maybe are keep a little bit safer in another part, but only for now. And it's very difficult to create a real damage or a real negotiation power only at a local level. I know that it's very utopic, but I think that a common strategy, a common vision, also between the unions that maybe have some affinities in Europe, I think that that will help also a lot. Of course, this is a challenge of the movement as well, and so I don't blame them for that. But I think that the thing is that I think that it's very important to ask ourselves how we re-mean the strike, for example. What means today to strike? It can be a strike spread, and maybe in the city, can some refugees strike? Can some housewives strike? I mean, how the negotiation with the capital can be spread on the struggle which is not only related to those who have the regular contract and the regular right to strike. So I think there's an open question that we have to handle, and I think that the question of creating a counterpower on the labor is as well as important as creating a counterpower on the democratic side, and I don't think that is less important today, because the economic side is basically defining also the democratic and political agenda. And so I think that it's important also to keep for the structures and for the grassroots organization to keep an eye on the possibility to organize a real conflict on the workplaces or on the non-workplaces in that case. Yeah, thanks. So. Vielen Dank. Wir haben drei schöne Schlussworte gehört. Utopie ist immer gut. Romin hat mir gerade zugenickt, dass Verdi bei den Migranten, bei der Organisation von Migranten und Migrantinnen eine Schippe zulegen wird. Verdi ist zum Beispiel schon die einzige Gewerkschaft hierzulande, in der Mehrzahl Frauen organisiert sind. Also wir sind, glaube ich, in der richtigen, um die dazu zu machen, dass es vielleicht ein bisschen mehr utopischen Gehalt gibt, als es bisher in der Gewerkschaft gibt. Vielen Dank an alle, die so lange ausgehalten haben. Wir haben jetzt doch 10 Minuten überzogen. Und wer jetzt noch Energie hat, der Film, wie heißt er, Heute bin ich Samba, kommt nicht hier im Zelt, sondern da hinten im Innenhof der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und dazu sind auch alle eingeladen jetzt herzlich. Ich wünsche noch einen schönen Abend und dieses Zelt steht noch bis Samstag. Es gibt noch weitere Veranstaltungen. Macht's gut. Danke.